Frank Arneitz, geboren am 3. April 1893, stammt aus dem Kärntner Ort Unterferlach. Als er 1914 zum Infanterieregiment Nummer 7 der K&K-Armee in Klagenfurt einberufen wird, ist er 21 Jahre alt. Diese Videoreihe fasst die tagebuchartigen Aufzeichnungen zusammen, die er zwischen 1914 und 1918 als Frontsoldat akribisch anfertigte. Um Mitternacht erreichten wir unser Ziel in der Talsperre bei der Reichsstraße. Rechts zweigen wir ab durch unterirdische Laufgräben und kamen so zu unseren Feldwachen bei der Chelon-Schulter. Die höchsten Spitzen haben die Italiener besetzt und die Schulter ist ein Ausläufer vom Chelon. Das Dasein hier ist elendig. Untertags dürfen wir uns nie blicken lassen. Die Italiener sind wie auf einem Dach über uns. Ganz leicht können sie uns mit einem Stein erschlagen. Unsere Stellungen sehen aus wie ein Bergwerk, denn alles ist unterirdisch miteinander verbunden. Die Kasernen sind ca. 8 Meter in der Tiefe und wenn es regnet, stehen wir oft bis zu den Knien im Wasser. Hinaus darf man nicht, denn sonst putzt dich der Cazzolini weg. In der Nacht müssen wir nun das Wasser aus den Gräben heraustragen. Das Essen wird uns nur abends beigestellt und so bekommen wir nur einmal warmes Essen am Tag. Nur 5 Tage blieb meine Kompanie hier in der Stellung. Am 24. März bestimmte mich aber der Kompaniekommandant in die Unteroffizierschule zur 10. Armee nach Jadersdorf bei Hermagorg. Wir waren ca. 200 Unteroffiziere und wurden hier mit allen neuen Mordmitteln wie Handgranaten und Minenwerfern ausgebildet. Es wird alles sehr genau genommen und auch Schule haben wir sehr oft, sodass wir wirklich sehr angestrengt sind. Doch das eine hier ist gut, dass wir uns abends zur Ruhe begeben können. Am 8. April bekommen wir aber neue Quartiere in ganz neu erbauten Baracken in St. Lorenzen im Gischtal. Hier ist alles kasernmäßig eingerichtet. Speisesaal, Waschräume und schöne Schlafräume. In den angrenzenden Orten Weißbriach, Techendorf, Kreuzberg und so weiter werden Übungen abgehalten. In Radnig ist aber eine vollständige Stellung ausgehoben, wo wir immer mit scharfen Handgranaten üben. Heute haben wir eine Sturmübung mit Handgranaten vorzunehmen und auch der Feind ist markiert. Eine Menge Offiziere stehen auf Sichtweite und schauen uns zu. Beim Aufrollen eines Schützengrabens fiel eine Granate so unglücklich, dass sie einen Mann tötete. Er war auf der Stelle tot. Doch die Offiziere kümmerten sich nicht um die toten Kameraden. Die Übung musste beendet werden und dann trugen unsere Kameraden ihn selbst in die Totenhalle nach Hermagor, wo er auch beerdigt wurde. Besingt wohl nur mehr das reine Werkzeug. Ein Mensch ist jetzt gar nichts mehr wert und vollständig rechtlos. Als ich abends bei meiner Kompanie eintraf, machte unser Bataillon gerade einen größeren Patrouillengang auf die italienische Seite. In 14-tägiger Arbeit ist unter den großen Schneemassen ein Tunnel gegraben worden, durch welchen unsere 30 Mann gingen. Alles freiwillige, junge Leute. Darunter auch mein bester Freund Matthäus Schaunig aus Buchheim. Er hatte so ein Medaillenfieber. Ich stand bei der Feldwache 4 auf der Chelon-Schulter und horchte. Keinen Laut hörte man. Nur hier und da fiel ein Schuss. Auf einmal hört man ein Trampeln unserer Patrouille. Der Schnee brach durch und das bemerkten die Italiener. Diese eröffneten ein Höllenfeuer und unsere mussten schleunigst in den Schneetunnel zurück. Bei diesem Unternehmen fielen 5 Mann und unter diesen war auch mein Freund Schaunig, der dort sogar tot zurückgelassen wurde. Er wurde durch die Italiener beerdigt, wo, weiß kein Mensch. So weit brachte ihn seine Liebe zu den Medaillen. Er als einziger Sohn muss auf so eine unnötige Weise sein Leben opfern. So schwer ist mir, ich weine, wenn ich an ihn denke. Er war mir gegenüber immer so lieb wie ein Bruder und wir haben 2 volle Jahre nebeneinander gekämpft und die schwersten Entbehrungen und Leiden ertragen müssen. Schon in Galizien entgingen wir den Russen aus der Gefangenschaft und hier traf ihn das Schicksal. Nun schlummert er sanft hinter dem Plöckenpass. Von nun an feuert der Italiener wie toll mit den schweren Geschützen in unsere Stellungen. Es vergeht kein Tag mehr, da nicht einige fallen und zumeist sind es sehr schwere Verwundungen. Das sind die Vorteile unserer Schneepatrouille. Zu Hunderten sausen die schweren Minen vom Gipfel des Monte Cellon auf unsere Feldwachen. Am 27. Mai fiel eine solche Mine knapp vor den Eingang meiner Nachbarschaftswache, die aus 10 Mann bestand. Es waren 4 Tote und 5 Schwerverletzte zu beklagen, nur einer blieb unverletzt. Erst abends konnten wir diese Armen befreien und zum Hilfsplatz transportieren. Da der Schnee nun verschwunden ist, können wir uns bei Tage nicht blicken lassen. Die Feldwache bot einen traurigen Anblick. Unter dem Schutt und Trümmern lagen die Toten. Die Verwundeten sind zum Teil wohl verbunden worden. 2 beherzte Sanitätssoldaten liefen unter eigener Todesverachtung zur Feldwache und verbanden die Verwundeten. Andere Kompanien blieben nur 5 bis 10 Tage in dieser Stellung und wir sind schon die 3. Woche nicht abgelöst worden. Schon fast 3 Wochen sahen wir kein Sonnenlicht. Wir sind ganz zugrunde gerichtet. Waschen können wir uns nie, da man kaum imstande ist, das Essen und das Trinkwasser heraufzubefördern. Weil wir uns jetzt, da der Schnee verschwunden ist, nicht mehr durch die früher bestandenen Schneetunnel verständigen können, verband man uns telefonisch.
Unser Oberleutnant will aber von einer Ablösung noch nichts wissen. Er erteilt an alle 8 Feldwachen telefonisch seine Befehle und sitzt selbst weiter in seinem schönen Unterstand. Er kann dies freilich leicht aushalten, aber wie wir ausschauen, ist Nebensache. Zu uns auf die Feldwache kommt sehr selten ein Offizier nachsehen. Eines Teils ist es uns ja lieber, denn so bleiben wenigstens diese unnützen Sekaturen aus. An meiner Feldwache ist ein Posten verwundet worden, da er zu lange im Morgengrauen draußen blieb. Sobald es Tag wurde, mussten alle Posten eingezogen werden. Ich musste meinen verwundeten Mann selbst holen und als die Italiener mich vom Gipfel herunter bemerkten, kam ein Kugelregel herunter, dass es nur so um die Ohren pfiff. Auch fingen sie an, Minen herunterzuwerfen. Ich packte meinen verwundeten Mann, es war ein Deutschböhme, und schleppte ihn in die Kaverne, wo ich ihn verband, doch er hatte nur eine leichte Verletzung am Fuß. Ich bin aber ganz blutig, weil mir einige Steinsplitter das Gesicht verletzten. Durch diesen Vorfall bemerkten nun die Italiener, wo ich mit dem Verwundeten in die Felsen verschwand, und sie nahmen an, wie es ja auch tatsächlich war, dass hier eine Feldwache sei. Darum schossen sie gleich mit Artillerie, Minen und Maschinengewehr auf diesen Fleck. Wir befanden uns den ganzen Tag in einem Höllenfeuer. Antun konnten sie uns nichts, da wir eine gute Kaverne hatten. Den Eingang der Kaverne zerschossen sie uns jedoch so, dass wir abends nicht einmal mehr herauskamen. Ich meldete dies schon untertags telefonisch dem Kompaniekommando. Da wurden abends einige Mann zu uns geschickt, die uns befreien konnten. Der arme Verwundete starb aber infolge seiner leichten Verwundung in Mauten. Wie ich hörte, war eine Blutvergiftung dazugekommen. Der Dienst hier ist entsetzlich. Man ist bei Nacht in steter großer Gefahr und bei Tage hocken wir wie Schnecken in unseren Kavernen. Jetzt ist aber ein neuer Befehl dazugekommen, dass jeden Tag eine Patrouille vor den Feldwachen im Gestrüpp auf Lauer sein muss. Das war eine harte Zubuße für uns alle. Derjenige, der diese Patrouille mitmachte, kann wissen, was man hier auszustehen hatte. Einem anderen kann man dies gar nicht beschreiben. Die erste, die ich stand, war bei schönem Wetter. Noch bei Nacht krochen wir ca. 300 bis 500 Schritt vor die Feldwache. Aber sobald es Tag wurde, durfte man sich nicht mehr rühren. Ich verkroch mich mit meinen 2 Mann unter das Latschengestrüpp und wir lagen den ganzen Tag, ohne uns zu rühren, hier im Talkessel. Die Italiener über uns auf den Gipfeln waren in einer so günstigen Position, dass schon ein gezielter Steinwurf genügt hätte, um uns zu töten. Sie schauten wie von einem Dach auf uns herunter. Ein zweites Mal, als ich wieder diese Patrouille machen musste, regnete es aber und das war auch kurzweilig. Bis auf die Haut durchnässt lagen wir da. Da kam ein dichter Nebel und ich ging auf die Suche nach Edelweiß. Auf einmal hob sich der Nebel und ich stand an einer ganz mit Edelweiß belichteten Blöße. Ich drückte mich an einen Felsklotz und blieb bis zur Abenddämmerung regungslos liegen. Zu meinem großen Glück bemerkten mich die Katzenaugen nicht und ich kam glücklich zu meiner besorgten Patrouille zurück. Sie waren schon der Meinung, dass mich die Italiener erwischt hätten. 2 Tage später aber ging ein Gefreiter mit 3 Mann diese verhängnisvolle Patrouille und diese zeigten sich wohl wahrscheinlich zu viel und wurden bemerkt. Die Italiener ließen eine Minenserie vom Gipfel herunter in das Gebüsch und schon hörte man Hilferufe, bis auch die verhallten. Ein entsetzlicher Anblick bot sich uns abends an der Unglücksstelle. 3 Mann mussten sofort tot gewesen sein. Der Gefreite aber war ca. 10 bis 15 Schritte gekrochen und nur er kann um Hilfe gerufen haben. Er lag über einem Felsklotz, tot mit abgeschossenen Beinen. Man sah genau die Spur, wie weit er noch gekrochen ist, bis er vollends zusammenbrach. Jetzt sind wir schon über 50 Tage in dieser elenden Stellung. Unser Oberleutnant Kunst bekam für ein so langes Aushalten in dieser Stellung die Auszeichnung Signum Laudis. Dies hielt diesen Unmenschen also so lange in dieser Stellung. Wie viel Blut und Todesopfer an dieser Auszeichnung kleben, daran denkt dieser Tyrann nicht.